Moin und herzlich willkommen zu der Bonias Testwelt. Ich habe euch heute eine große Box mitgebracht, deswegen auch mal wieder mein Helferstühlchen hier. Denn wenn ich die auf den Tisch stelle, dann wird das nichts mit dem Auspacken, weil ich dann gar nicht mehr da reingreifen kann. Das hier ist eine Bruchbox vom Mega Einkaufsparadies. Dort habe ich die bestellt. Soll einen Wert von ungefähr 50 Euro haben. Ich habe jetzt bezahlt 25 Euro. Bruchbox heißt einfach, die Verpackung ist vielleicht ein bisschen beschädigt oder die Lebensmittel sind vielleicht irgendwie kurz vorm Ablaufen oder ähnliches. Oder auch Saisonware. Ihr seht auch hier schon DHL, es musste auch nachgepackt werden, hat auch einen Tag länger gebraucht, bis es bei mir war. Deswegen habe ich es einfach mal geöffnet, weil ich mir nicht sicher war, ob vielleicht Getränke drin sind, irgendwas ausgelaufen ist. Und habe zumindest, es war so ein Packen Papier oben drauf zum bisschen Polstern, das habe ich jetzt schon mal rausgenommen. Ansonsten habe ich alles drin gelassen, habe jetzt auch nicht wirklich neugierig geguckt. Gut, die oberste Packung habe ich jetzt selbst schon gesehen, ist dann gleich für mich keine Überraschung. Ansonsten Interesse an Mysteryboxen und solltet ihr den noch nicht abonniert haben, macht das gerne, kostet euch gar nichts. Mich freut das natürlich. Wir fangen jetzt mal an und schauen mal ran. So, ich hoffe, das hält jetzt einigermaßen, denn was ich schon gesehen hatte, eine riesen Box. Ich meine, meine Kinder wird es freuen und man sieht, hier ist es halt ein bisschen kaputt. Kellogg's Cornflakes. Gerade also bei mir mit vier Kindern, das passt. Die essen Cornflakes super gerne und auch wirklich die Originalen ganz gerne. Also das Krümelige hier ist wirklich noch von der Pappe, die vorne oben drauf war. Ja, eine Riesenpackung. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ein Kilo ist da drin. Ich glaube, so im Geschäft, die kriegt man wahrscheinlich im Großhandel, kann ich mir vorstellen. So im normalen Geschäft habe ich die noch nicht gesehen. So, ich gucke noch mal ganz kurz aufs MHD. Was haben wir hier? Nein, also ist auch noch irgendwie bis 25 haltbar. Das liegt also wirklich hier verpackungsmäßig. So, was haben wir hier noch? Noch mal ein bisschen Papier. Das schmeiße ich jetzt einfach nur zur Seite. Oh, eine riesige Dose. Da muss ich erst mal gucken, wie ich die da rauskriege. Wir fangen erstmal mit dem Kleinkram an. Von Dr. Karks Genuss mit Biss, Hütz, Vollkornknabberei, Bergkäse und Wiesenkräuter. Warum kriege ich in letzter Zeit so viele Sachen mit Käse? Ah, naja. Gott sei Dank gibt es hier ein paar in der Familie, die das mögen, ich dann nicht. Ja, wie gesagt, so ein bisschen Knabberei haben wir hier. Also was ich von Dr. Karks schon kenne, das sind so Art, ja, die sehen so aus wie Knäckebrot, die gibt es auch so überbackenmäßig. Die sind auf jeden Fall ganz lecker. Bin gespannt, wie die schmecken, beziehungsweise ich glaube, ich werde sie da nicht probieren. Wir schauen mal. Als nächstes. Genau, die hier meine ich. Die haben wir nämlich schon mal gehabt. Allerdings habe ich natürlich jetzt auch wieder mit Käse. Aber ich glaube, da ist nicht so viel drin. Auch Dr. Karks Käse, Kürbiskern, Vollkorn-Snack. Haben wir eine Tüte. Ich muss jetzt mal eben ganz kurz gucken, weil an der Verpackung sehe ich jetzt so nichts. Ob hier vielleicht das an dem MHD liegt. Gut, Ende Juli laufen die hier jetzt ab. Also da ist es wohl verkürztes MHD. Hier finde ich gerade auf die Schnelle keins. Aber ich kann mir vorstellen, dass es dann vielleicht auch verkürzte Haltbarkeit ist. So, dann deswegen war es nämlich auch so, weil ich gedacht habe, ne, gucken, also Getränke sind sogar hier drin. Und zwar Buttermilch. Buttermilcherzeugnis von Frischli. Habe ich hier, ich kann es ja schon mal rausholen, habe ich da nicht gesehen. Oh, sogar zwei Stück. Jetzt weiß ich nicht, ob es jetzt irgendwie bei daran lag, dass der Karton ein bisschen angeditscht war oder ob die vorher schon ein bisschen verpackungsmäßig waren. Laufen jetzt allerdings auch, aber auch im Juli ab. Na? Und stehen tun sie auch noch. Ich muss ganz ehrlich sagen, Buttermilch eigentlich trinke ich gar nicht so gerne, wenn dann eher so die Fruchtbuttermilch und dann am liebsten mit Zitrone. Aber ich kann mal probieren, ob ich mir das selber mixen kann. Ach, und der hier ist sogar noch das zweite Paket bis August haltbar. Also bis dahin sollten wir das wohl irgendwie aufbrauchen, denke ich. So. Das wird mein Mann freuen. Der trinkt das super gerne schon seit Jahren. Ich weiß nicht warum. Und zwar Zitronenteegetränk, diese Instant-Zubereitung. Ich weiß nicht, irgendwie, er mag das total gerne. Und hier auch Verpackung ein bisschen angeditscht. Ansonsten haltbar, ach, noch anderthalb Jahre. Also hier ist es wohl die Verpackung. Es steht auch nicht mehr richtig. Was aber ja nicht schlimm ist. Oh. Und ich habe noch ein Tütchen. Nochmal Dr. Karks. Und zwar Kümmel und Meersalz.
Das ist dann eher so meine Geschmacksrichtung. Obwohl Kümmel ist auch so, Also nicht, dass ihr jetzt denkt, ich bin nie zufrieden. Probieren werde ich beide, glaube ich mal. Jetzt versuche ich mal, diese riesige Dose rauszukriegen. Mal gucken, ob es irgendwie... Klappt. Oh. Okay. Puh. Eine riesige Dose. Steinhaus Leitapfelmus. Okay. Ich weiß nicht, wenn ich die jetzt aufmache, wie lange die dann haltbar ist. Also meine Kinder essen gerne Apfelmus, so ist es nicht. Sie ist aber auch noch wirklich, also ich kann sie stehen lassen, bis Dezember 2026, die ist schwer. Bis Dezember 2026 haltbar, was haben wir denn? 4,3 Kilo. Okay, ich glaube, die mache ich dann mal irgendwie auf, wenn mal eine große Festivität vielleicht mit ganz vielen Kindern ist oder so. Ich schau mal mit Apfelmus, was ich damit denn so mache mit 4,3 Kilo. Ich denke, so wie hier, auch eher so aus dem Großhandel. Mal schauen. Aber zumindest ist es was, was wir mögen. Was haben wir hier noch? Ah. Ein Paket im Paket. Sowas finde ich immer gut. Dann schauen wir doch mal. In dem Paket ein bisschen Verpackungsmaterial. Das schubse ich jetzt einfach mal hier so hin. Ich glaube, das sieht man jetzt gerade auch gar nicht, so gar nicht. Also wir haben hier ein bisschen Verpackungsmaterial. Also sehr schön verpackt, dass es auch nicht kaputt geht. Und zwar haben wir hier einmal so einen süßen Petz. Ja, ein Smiley. Und das fällt dann wohl unter den Bereich Saisonware. Ach, hier steht drunter gratis. Und zwar haben wir einen Merci-Hasen. Ja. Das haben wir hier. Oh. So war das nicht geplant. Jetzt schiebe ich das mal ein Stück zur Seite. Da sind nämlich noch mehr Kartons drin. Ja. Gucken, ob ich die noch rauskriege. Hier ist noch Verpackungsmaterial. Also auf jeden Fall gut verpackt. Und davon habe ich gleich noch einen Karton. Ich habe mir auch extra meine Schere hier an die Seite hingelegt. Mal gucken, was hier jetzt noch so drin ist. Zerbrechlich. Oh, tatsächlich, scheint wirklich zerbrechlich zu sein. Ich stelle das oder versuche das nur so halbwegs hinzustellen. Und zwar haben wir von Kühne Paprika in Streifen. Auch noch bis Ende 2025 haltbar. Kann ich mir so einfach ganz gut ins Lager stellen. So, machen wir unsere Kinderbackkram ein bisschen zur Seite. Also hier ist jetzt auch noch viel Verpackungsmaterial. Ich muss jetzt mich ein bisschen hier durchwühlen. Gleich muss ich erstmal fegen, weil hier auch einiges auf dem Fußboden fällt. Dann haben wir, oh, das mag ich gerne, rote Beete in Scheiben. Auch bis Ende 2025. Ich denke mal, hier ist es auch die Verpackung. Also hier hat man es ja direkt vorne auf dem Etikett gesehen. Hier an der Seite so ein bisschen angekratzt, obwohl das jetzt für mich persönlich auch nicht unbedingt selbst im Geschäft irgendwie ein Manko wäre, dann zu sagen, ich kaufe das Glas deswegen nicht. Das haben wir. Ja, damit ist die eine Seite leer. An der anderen Seite haben wir von Maika Trumans, ach, Veggie Trumans, vegetarische Hotdog-Würstchen auf Sojaproteinbasis. Also einige vegetarische Produkte habe ich schon probiert, Hotdog-Würstchen bis jetzt noch nicht. Bin mal gespannt, wie sie schmecken. Und ich könnte sie mir allerdings auch noch locker etwas über ein Jahr ins Lager stellen. Die sind nämlich noch bis September 2025 haltbar. Okay, der Karton ist leer. Dann schauen wir mal, eine war noch da. Und der ist auch ein bisschen leichter. Nicht viel, aber ein bisschen. Ja, das klärt sogar nach Flüssigkeiten. Was wir hier so Schönes drin haben. Auf jeden Fall eine Flasche. Und zwar Ketchup Manis. Eine Würzsoßenzubereitung nach indonesischer Art. Mild. Also die ist noch zu, aber man sieht hier am Etikett, da ist wahrscheinlich mal irgendwann was drüber gelaufen. Und das sind dann, glaube ich, auch wirklich so Flaschen, die
oft im Laden stehen gelassen werden, weil die Leute denken, ist vielleicht auf, aber hier oben ist wirklich gar nichts. Die ist auch bis oben hin noch voll. Eine indonesische Würzsoße. Einmal leer. Und hier haben wir noch von Kühne Essig und Zitrone mit naturtrüben Zitronensaft. Auch eine große Flasche. So, einmal gucken. Ja, jetzt ist alles leer. Ich habe ganz viel Müll hier und muss gleich erstmal aufräumen. Das ist jetzt also das Paket für 25 Euro, muss ich sagen, finde ich das okay. Es sind Sachen, die sind teilweise noch über ein Jahr oder anderthalb Jahre haltbar. Finde ich nicht schlimm, dass irgendwo das Etikett ein bisschen verkratzt ist oder nicht. Man muss allerdings jetzt wirklich dazu sagen, sagen wir mal, für einen Single-Haushalt würde ich es, glaube ich, jetzt nicht empfehlen, dieses Paket zu bestellen. Gerade wenn man dann vielleicht solche riesen Dosen da drin hat oder eine riesige Packung Cornflakes. Und man dann vielleicht sagt, naja, wenn man alleine ist, bis man das so aufhat, könnte es dauern. Bei uns mit 6 Personen, obwohl hier weiß ich auch noch nicht, wie ich es machen soll. Für uns hat sich das auf jeden Fall gelohnt. Finde ich die Box sehr gut. Kann ich nur empfehlen, wenn man halt irgendwie große Familie hat oder sagt, man hat ein großes Lager. Könnt ihr mal selber nachschauen, ob sie euch vielleicht gefällt. Schreibt mir gerne in die Kommentare eure Meinung dazu. Freue ich mich sehr drüber. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich auch wie immer über einen Daumen nach oben. Damit sind wir am Ende und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.